Ja, die Grünen in Sachsen gerade so knapp über die 5%-Hürde gekommen mit 5,1%, in Thüringen aus dem Landtag rausgeflogen. Also ein deutliches Votum der Wählerinnen und Wähler in den beiden ostdeutschen Bundesländern. Was ist also der Grund dafür, dass die Grünen so schlecht performen? Ricarda Lang, die Co-Vorsitzende der Partei, ist vor die Mikrofone getreten und äußert sich. Gestern hatte sie ja sogar Tränen in den Augen, als sie die Ergebnisse gesehen hatte. Schwieriger Abend, nicht nur für uns, sondern für das ganze Land. Dass die AfD erstmalig stärkste Kraft in einem Landtag geworden ist, ist eine historische Zäsur. Ich habe in den letzten Wochen mit vielen Menschen gesprochen, die sich jetzt umso mehr Sorgen machen. Die Mitarbeiterin aus einem Frauenhaus, die nicht weiß, wie es weitergeht mit der Finanzierung. Der junge Mann mit Migrationsgeschichte, der Angst hat, dass Ressentiments jetzt noch weiter zunehmen. Menschen, die einen Christopher Street Day besuchen und das mittlerweile nur noch unter Polizeischutz können. Und wenn zum Beispiel Charlotte Knobloch, die Vorsitzende der israelitischen Gemeinde in München, sagt, dass sie Angst hat, dass Deutschland ein anderes Land werden könnte, dann ist das für uns alle etwas, was wir ernst nehmen müssen. Dann ist es umso wichtiger, dass wir nun den Menschen, die Angst haben, den Menschen, die Sorgen haben, an der Seite stehen und dass wir ganz klar sagen, wir werden sie nicht alleine lassen. Und auch aus der Wirtschaft gab es in den letzten Wochen immer wieder Äußerungen, wo Unternehmen gesagt haben, wenn hier Rechtsextreme an Macht gewinnen, dann wird das uns schaden, dann wird das dazu führen, dass wir keine Fachkräfte mehr finden, dann wird das Thüringen und Sachsen, aber auch das Bundesland Deutschland wirtschaftlich schaden. Umso größer ist jetzt die Verantwortung der Union, wenn es um eine ohne Frage sehr, sehr schwierige Regierungsbildung geht. Denn dabei muss eines ganz klar sein, keine Zusammenarbeit mit Rechtsextremen. Ich denke, das Ergebnis, das wir gestern gesehen haben, muss für alle Demokraten ein Wachruf sein. Wir sehen eine immer größere Kluft zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den Parteien. Wir sehen, dass es da eine zunehmende Entfremdung gibt. Denn während die Parteien der Regierung, und wir sind Teil davon, massiv an Vertrauen verloren haben, und das müssen wir ernst nehmen, ist es der demokratischen Opposition kaum gelungen, davon zu profitieren. Ganz im Gegenteil, es haben vor allem Rechtsextreme und Populisten wie vom BSW profitiert. Jetzt dieser Entfremdung entgegenzuwirken, den Gefühl, das viele Menschen haben, sie werden zu wenig gehört, und das werden sie auch tatsächlich. Diese Kluft wieder zuzuschütten, das ist der Auftrag, vor dem jetzt alle demokratischen Parteien stehen, und wir wollen diesen Auftrag annehmen. Welche Konsequenzen ziehen Sie denn für sich als Grüne aus der Wahl? Also sehen Sie bei sich auch Fehler, die Sie gemacht haben, jenseits der Streitereien in der Ampel, die wir ja jetzt schon eine Weile kennen? Natürlich werden wir auch wir darüber sprechen, wie wir diese Wahl auswerten, wo wir besser werden können. Ich glaube, zwei Dinge spielen dabei eine große Rolle. Es gab in der Ära Merkel eine Stabilität für die Menschen, die sehr wahrnehmbar war. Diese Ära ist zu Ende gegangen. Es hat sich mit der neuen Regierung etwas Neues gebildet. Aber wir haben es nicht geschafft, eine neue Stabilität zu schaffen. Viele Menschen sind für uns, insbesondere wenn wir auf die soziale Sicherheit schauen, die in den beiden Bundesländern ganz oben bei den wahlentscheidenden Themen war. Hier neue Stabilität zu geben bei der Frage, wie bezahle ich eigentlich meinen Einkauf, wie kann ich meine Wohnung noch bezahlen, wie gut und sicher leben meine Kinder, das muss eine ganz klare Priorität sein an dieser Stelle. Und das Zweite ist natürlich auch für uns, wenn die Menschen sich nicht gehört fühlen, wie können wir sie besser erreichen, wie können wir mehr da sein, wie können wir auf die Sorgen eingehen. Das sind keine Themen, die ganz neu sind, sondern die wir natürlich auch nach der Europawahl schon besprochen haben, aber die jetzt umgesetzt werden müssen. Das geht nicht in wenigen Wochen, aber es ist die Aufgabe unserer Zeit und damit auch jetzt gerade unserer Partei. Welche Verantwortung hat denn die Bundesampel, Sie haben es schon angeschnitten, an den Ergebnissen der beiden Landtagswahlen, und möglichst konkret vielleicht, welche Konsequenzen sind denn daraus zu ziehen, abgesehen von, wir müssen genauer hinhören, also vielleicht tatsächlich, welche inhaltlichen Konsequenzen muss man daraus ziehen? Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass es diese Regierung nicht geschafft hat, eine neue Stabilität im Land zu verankern. Und das merkt man jetzt daran, dass viele Menschen verunsichert sind. Da müssen wir besser werden. Ehrlicherweise könnte ich jetzt hier große Vorträge halten über, wir müssen besser zusammenarbeiten, wir müssen mehr fairer miteinander umgehen, das Ganze weniger in Sicht der Öffentlichkeit. Aber ich habe das Gefühl, die Menschen können diese Durchhalteparolen auch einfach nicht mehr hören. Und deshalb werde ich hier jetzt auch gerade keine falschen Versprechungen machen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns jetzt zusammensetzen und überlegen, wie kann eine neue Stabilität
Priorität aussehen für das Land im Bereich der Sicherheit, im Bereich der sozialen Sicherheit, gerade auch im Bereich der Daseinsvorsorge, wenn wir in ländliche Gebiete schauen. Und dort ist oft die Frage, fährt eigentlich noch ein Bus, gibt es noch ein Krankenhaus, gibt es eine Arztpraxis, ganz zentral für diese Themen, wie gehört fühle ich mich eigentlich, wie sehr vertraue ich auch in einen Staat. Das heißt, ein Land, das wieder funktioniert, das ist eigentlich jetzt die Maßgabe der Zeit. Das würde auch bedeuten, dass wir hier massiv investieren müssen. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Debatte in der Regierung noch mal führen können und hier nicht alle ihre althergedienten Scheuklappen aufsetzen.